Hallo und herzlich willkommen, Leute, im neuen Tomb Raider Video bei uns im Channel. Ich habe mich im Internet mal ein bisschen umgesehen und bin da auf viele Fälle gestoßen, in denen Spieler des Spiels also massive Probleme mit der Minenräumung hier im Strand mit Schiffswrack haben. Es ist also so, dass Minen nicht gefunden werden oder übersehen werden, dass sie an anderen Stellen liegen. Dieser Sache bin ich jetzt mal nachgegangen, habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen recherchiert. Vorab sei gesagt, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied zwischen PS3 und PS4 Versionen gibt, ob das bei der PS4 Version gänzlich behoben wurde, ob da diese Fehler auch noch auftreten. Wie gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen die Informationen mal zusammengetragen. Ich fange mal an mit den Gerüchten zur Lösung, die es so gibt. Viele sagen also, es liegt am Wetter, ob Tag, ob Nacht oder ob Sturm ist, dass man die Minen dann in dem Wasser nicht sieht. Oder ob die dann einfach auch gar nicht da sind, dass man also dann mal wegreisen sollte und wieder zurückkommen sollte. Das hat bei manchen wohl geholfen, bei anderen hat es geholfen, einen Patch zu installieren, was aber wahrscheinlich nur in der PC-Version was gebracht hat. Andere haben einfach den Spielstand mehrfach neu geladen oder haben einfach erstmal weitergespielt und sind später nochmal wiedergekommen. Bei manchen hat anscheinend einfach sowas geholfen, bei vielen aber auch nicht. Ich persönlich gehe so ein bisschen davon aus, dass das alles immer so eine Zufallssache war. Ich habe jetzt so ein paar Videos und Bilder gefunden zu Minen, die dann auf einmal wieder aufgetaucht sind. Die habe ich jetzt erstmal zusammengetragen. Wenn ihr noch welche findet, könnt das gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich nochmal ein neues Video. Fangen wir jetzt erstmal mit den Minen an, die ich gefunden habe. Für die erste Mine begeben wir uns an diese Stelle auf der Karte. Die Mine selbst ist im Wasser zu finden, an dieser Stelle. Da habe ich viel drüber gelesen im Internet, dass die einfach nicht an dieser Stelle ist. Sie sollte normalerweise dort liegen. Ich habe aber ein Video gefunden und auch ein paar Foreneinträgen, wo sie gefunden wurde an einer anderen Stelle. Um das zu zeigen, müssen wir uns allerdings jetzt auf eine andere Position begeben. Und zwar dort oben hin, auf dieses Zwischenstück, um vom Strand hier überhaupt auf diesen Abschnitt der Karte zu kommen. Dort also anbekommen, stehen wir jetzt hier oben auf diesem kleinen zerbrochenen Schiffstück. Wir standen ja gerade eben da vorne am an dem Rand und haben hier rüber geguckt. Die Mine, die jetzt hier zu finden sein sollte, hat dort in der Wand quasi fast schon gelegen. Also man konnte sie vom von dem Stück da oben überhaupt nicht sehen, außer man hat senkrecht runtergeguckt. Und selbst mit dem die Fähigkeit von Lara, wurde sie teilweise nicht Gold. Also man muss wirklich dann schon genau hingucken, ob sie da ist. Zumindest ist das ein möglicher Ort, wo diese Mine gefunden werden kann. Die nächste Mine, die auch oft im Internet nicht an der Stelle war, wo sie sein sollte, ist die Mine, die hier an dieser Stelle liegt, beziehungsweise etwas vor uns da im Wasser auf dieser Karte. In meinem Video habt ihr das auch gesehen, sie liegt hier im Wasser eigentlich sehr gut zu sehen. Ich hatte, wie gesagt, keine Probleme, aber es war auch anscheinend eine der Minen, die gerne mal übersehen wurden, beziehungsweise, das will ich euch natürlich nicht unterstellen, sie war halt einfach nicht da. Man konnte sie nicht sehen, nicht finden, wie auch immer. Ich habe ein Video im Internet gesehen und auch ein paar Bilder dazu, wo diese Mine vielleicht zu finden ist. Und zwar dreht ihr euch dafür um und müsst nur so ein paar Meter weiter rennen, hier hinten in Richtung der Sackgasse am Strand. Sobald ihr hier angekommen seid, dreht ihr euch um und da war die Mine hier unter dem Felsvorsprung, also auch wieder direkt unter euch, wo ihr standet. Und ihr konntet sie auch mit dieser Sicht von Lara, mit der Fähigkeit konntet ihr sie nicht sehen. Manchmal ja, manchmal nein. Zumindest ist das ein möglicher Ort, wo diese Mine zu finden ist. Kommen wir jetzt noch zu einer wirklich außergewöhnlichen Sache. Ich kann nicht genau sagen, welche Mine das sein könnte, die ich jetzt zeige, aber ich vermute, es ist auch die letzte gewesen. Wir sind hier oben bei dem zweiten Campfire in der Map. Da müsst ihr ja einmal ganz nach oben hangeln. Wir waren ja gerade eben da unten und haben dort ins Wasser gezielt, beziehungsweise euch die Mine gezeigt. Und ich vermute mal, dass auch diese Mine hier in den Videos und in den Bildern gemeint ist, die ich euch gerade eben gezeigt habe, beziehungsweise die Videos, die ich gesehen habe. Und da lag tatsächlich die Mine von diesem Campfire aus gesehen, hier einmal über den Abhang, und lag hier vorne unter dieser Laterne, hier oben neben der Rampe. Also wie sie da hingekommen ist, es muss definitiv ein Programmfehler sein, ich habe keine Ahnung. Man hat sogar in dem Video noch die Wellensimulation gesehen, die diese Mine oder mit dieser Mine halt reinprogrammiert wurden, aber die haben hier oben natürlich wirklich überhaupt nichts zu suchen. Um euch nochmal zu zeigen, was ist, das ist an dieser Stelle auf der Karte. Und das Video, was ich gefunden habe, wo ich das gesehen habe, dass die Mine da oben lag,
hat der Ersteller des Videos danach immer wieder runter in das Wasser gezielt, als wolle er sagen, also es handelt sich um diese Mine. Es war leider kommentarlos, darum konnte ich das nicht besser daraus deuten, aber er hat, wie gesagt, immer hier runter ins Wasser gezielt. Und daher gehe ich davon aus, dass es auch diese Mine war, die anscheinend auch hier oben sein kann, was natürlich wirklich ein Mega-Glitch wäre. Und die letzten zwei Minen, die euch bestimmt auch bekannt sind hier in dem Wasser, sind auch Minen, die ganz gerne einfach nicht da sind, wo sie hingehören. Da habe ich allerdings auch viele Theorien gehört und auch gelesen, dass sie entweder durch den Wellengang nicht wirklich ersichtlich waren oder wenn man zu weit weg ist, dann hilft also die Sicht und die Vision nicht, die Lara ja hat. Sie werden also nicht Gold. Man kann sie einfach nicht sehen. Manche haben einfach ins Wasser geschossen und auf einmal haben sie den Punkt gekriegt. Viele sagen, man soll einfach mal wirklich genau hingucken, ob nicht irgendwann mal ein bisschen was Schwarzes oder halt hier in der Sicht was Goldenes aus dem Wasser rauskommt. Das hätte geholfen, sie hätten es dadurch gesehen oder bei manchen hat sich einfach das Fadenkreuz rot gefärbt. Aber ich glaube nicht, dass es an Tag- und Nachtlicht ist. Es scheint wirklich ein Programmfehler zu sein, dass diese Minen manchmal da spawnen, wo sie sollen und manchmal auch wirklich wo ganz anders. Die meisten haben aber auf jeden Fall gesagt, man soll definitiv nicht aufgeben. Man würde die Minen definitiv finden können. Sie sind irgendwo, auch wenn sie nicht da sind, wo sie sein sollen. Es wäre natürlich mega, mega ärgerlich, nur wegen dieser Sache das ganze Spiel nochmal durchspielen zu müssen, wenn man das eigentlich nicht möchte, wobei es eigentlich meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel ist. Zumindest, wie gesagt, diese beiden Minen habe ich keine alternativen Punkte für gefunden. Da habe ich nur gehört, sie sind da. Auch wenn man sie einfach durch die Sicht oder auch bei normalem Hingucken nicht sieht, sollte man einfach nicht aufgeben. Man würde sie definitiv finden. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Vielleicht auch noch ein paar Tipps, ein paar Hinweise für Leute, die sich das ansehen und denen ich jetzt nicht helfen konnte, wo ihr Minen gefunden habt. Würde ich mich darüber freuen und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut, bis dann.